Catch my son, verpisst euch und herzlich willkommen zum vierten Part von Man of Medan. Ach, das ist echt. Okay, ich darf nicht. Okay. Das ging schnell. Der schon wieder. Die kennt das Boot, er ist stark. Ich mach ihm. Ah, ich weiß, ob es gut war. Ich weiß nicht, ob es gut war. Ich glaube, der kann die retten besser. Ich weiß nicht. Ey, knebeln. Scheiß aufs Reden. Nein, knebeln. Das ist wichtiger. Jetzt können die reden. Der steht mit seiner Unterhose. Ja, moin. Julia, alles okay? Ich glaub schon. Ja, moin. Also, schlechte Neuigkeiten. Wie bitte? Das kann noch schlechter werden? Ja, also das sind vielleicht die Fischer, die ich etwas aufgezogen habe. Oh, verdammt, Conrad. Doch gute Neuigkeiten. Großartig. Oh, ich habe sie erkannt. Wieso ist das gut? Ich dachte, du fragst erst nach guten Neuigkeiten. Du bist so ein Idiot. Himmel! Hey. Alex, was werden die uns antun? Keine Sorge. Wenn sie uns umbringen wollten, hätten sie es schon getan. Ich mache mir nicht nur Sorgen, getötet zu werden. Wir könnten losmachen. Leute. Klar. Wir müssen uns losmachen. Sofort. Komm her. Scheiße. Das klappt nicht. Los doch. Ich muss jetzt schnell drücken. Konrad! Niemand weiß, dass ihr hier seid, meine Lady. Ihr seid hier ganz allein. Machen wir das Beste draus. Du kannst mich mal kreuzweise, du Stück Scheiße. Du hast sie gehört. Na ja, klar. Ja. Gib ihm, Alter, gib ihm. Ja.
Du weißt, wie man eine Lady... Was wollt ihr? Was wollt ihr? Bleiben wir ernst. Was wollt ihr, Wichser, denn? Na, töt ihn nicht. Langsam. Ruhig. Bitte hör auf. Bitte hör auf, klar, hä? Auf, Mann. Wir beenden das später. Ich glaube, er wäre tot, hätte ich die andere Option genommen. Zeig dich von deiner besten Seite, kleiner Mann. Ja, ich muss nett sein. Okay. Okay. Die müssen alle überleben. Okay, die haben es geschafft, nice. Julia, sie kommen zurück. Wie groß das Boot auch ist, ne? Das ist schon krass. Oh Mann. Sie werden sie nicht schlagen. Ihre Mann. Haben Sie Fliss auch nicht? Fliss scheint schon ziemlich dicke mit denen zu sein. Ja. Kennt Fliss sie vielleicht? Es geht mir sicher gut, ich hoffe, er ist okay. Ich hoffe, er ist okay. Ja, ich hoffe, ne? Er weiß ja nicht. Ich weiß nicht. Stimmt, wo ist Brad überhaupt? Er ist bestimmt okay. Hey, dreh dich um. Versteck deine Hände. Wenn wir Julia haben, können wir sie vielleicht überraschen. Hä, wie dumm ist das bitte? Okay. Da hat man ihn doch gesehen, dass er nicht mehr gebunden ist. Hä? Nein, verdammter Mist! Da war ein anderer, oder? Mit so einem Hut? Unseren Eltern gefragt. Was? Wie viel Geld sie haben. Alex, tut mir so leid. Was ist denn? Sie haben meinen Ring. Hey, schon gut. Schade. Schon gut. Oh, das ist echt kacke. Können wir nur abwarten, was sie mit uns vorhaben. Acht Sekunden. Der Sturm ist 8 Meilen weg. Sie kamen auf einem Boot. Nehmen wir das doch. Ja. Das ist ein Schnellboot. Der Cheftyp, der hat eine Knarre. Vielleicht schafft einer von uns zum Boot. Der mit seinem Unterhose. Optimist, ich schaffe es aufs Boot. Diese Wichser müssen zahlen. Ich schaffe es aufs Boot. Wird beides gefährlich. Ich schaffe aufs Boot. Komm. Wenn ihr sie ablenkt, komme ich aufs Boot. Der Typ mit der Knarre wird nichts merken, bis ich lange weg bin. Ich muss die überleben lassen. Das ist das Wichtigste. Das raus, wenn wir diese Dinger knacken. Zu laut. Das hören Sie. Wir knacken sie, während es donnert. Gute Idee. Ich gehe durch das Fenster und dann zum Boot. Und ihr lenkt sie ab. Konrad, du... Gefährlich, gefährlich. Konzentrier dich und geh zum Boot. Okay, dann los jetzt. 1, 2... Die macht's beim Donner, what the fuck? Geh auf das Boot!
Oh nee, nicht durch das Fenster. Oh na, okay. Ich muss alles richtig drücken, alle Tasten richtig. Ganz ruhig. Okay, okay. Kennen wir schon von Anfang an. Das schaffe ich. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich muss pausieren. Ich muss pausieren. Fliehen? Oder Messer greifen? Wenn ich das Messer greife, kann er vielleicht sterben? Wenn ich fliehe, dann stirbt niemand? Da steht aktuelles Ziel, überlebe die Entführung. Und wenn er flieht, dann ist es ja das Ziel, oder? Fuck, was wir machen. Doch, ich mach das linke, okay? Okay, komm. Ich mach das linke. Scheiß drauf. Stirb nicht, stirb nicht. Runter von meinem Boot! Geh aufs Boot. Oh, ich weiß nicht. Viereck. Oh mein Gott, okay, okay. Kreis. Kreis. Scheiße. Das war close. Ah, lass ihn ziehen. Wir kriegen ihn nie mit dem alten Kahn. Bring sie nach und nimm die. Benutze sie fast nur dich. Ich glaube, es war eine gute Entscheidung. Doch, doch. Hätte ich das Messer gegriffen, wäre einer von denen sofort gestorben. Ich glaube, das war gut. Die müssen sich, glaube ich, trennen. Setz euch! Da drüben! Du! Genau hier! Setzen! Wo ist Brett? Arrêtez, bon de con! C'est mon bateau! Stop! Und gerade Französisch. Ou je te mets mon poing dans la gueule! Entspannt. Oh, Son! Komm her! Wer erzählt mir denn jetzt von diesem Shurai-Kult? Okay, okay. Die schaut alle wie ein Bulle. Okay, wir spielen ins Fliss. 0 Uhr 12 haben wir da. Oha. Oh Mann. Nehmen einfach die Knarre. Komm schon, Mann. Conny kann auf sich aufpassen. Aber wo ist Brett? Okay. Jetzt haltet die Fresse! Beruhigend, beruhigend, ja. Lass uns doch einfach nur reden. Du willst reden. Entspannt sein. Dann aber leise. Ich sag, wie es ist. Schön ruhig bleiben. Fliss muss damit zu tun haben. Sie und diese Typen stecken doch unter einer Decke. Würde ich auch sagen, sie ja. Sie ist der Captain und sie rühren sie kaum an. Sie hat ihnen vom Mandschurei-Gold erzählt. Sie hängt damit drin. Das kann sein. Ich kann das jetzt kaum glauben. Ich hab echt alles verloren. Und das kommt dir in den Sinn? Ihr macht gemeinsame Sache. Du hast uns in die Falle gelockt. Hey, Arschloch. Halt die Klappe. X. Sitzen bleiben, oh alle. Du, komm jetzt mit. Doch, irgendwas haben die gesagt. Irgendwas muss passiert sein. Finde raus, wie lange der Sturm noch dauert. Versuchst du was? Irgendwas Krummes? Dann
es konsequent. Aha. Duke of Milana bittet Wetterbericht. Over. Duke, wir hören Sie. Ist alles okay? Over. Nein, wir müssen ruhig bleiben. Hey, können Sie uns neue Infos über den Sturm geben? Ist ein bisschen heikel hier. Over. Großer Sturm kommt da von Osten. Trifft Sie wohl ziemlich hart, sollte aber in einer Stunde bei Ihnen durch sein. Sie klingen gestresst, Duke. Brauchen Sie eventuell Hilfe, sonst kriegen Sie bei Sturm keine Panik. Nein, ich darf die Konsequenz nicht eingehen. Nein, nein, nein. Ja, okay. Alles okay hier. Ein paar Böen und ein paar Tropfen Regen machen uns nichts. Danke für die Info. Wir sehen uns auf einen Drink an der Küste in ein paar Tagen. Angst, dass ich was Falsches immer treffe. Alter, was ein Sturm. Helfen, 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 sofort helfen. Man darf nicht egoistisch sein. Drei, komm schon, komm schon, komm schon. Hey! Bewegung! Ganz ruhig, wir helfen doch nur. Danke, schätze ich. Was ist denn mit Brad? Versteckt er sich irgendwo? Wo ist der? Ich weiß nicht, wo er ist. Dann wir bleiben schon optimistisch, aber wo ist der? Okay, behalt's für dich. Das könnte uns hier raushelfen. Brad bleibt versteckt. Besser nach unten als bei diesen Psychos. Aber so groß ist doch das Boot nicht. Oh ja, toll. Er stirbt vielleicht. Brad ist schon groß. Er kommt klar. Und es ist sicher besser für uns, wenn er dort bleibt. Ah, er ist unten. Beim Bilderrahmen stirbt er ja fast. Oh. Alle sind noch am Leben. Das hätte auch anders kommen können. Okay, gut. Dann habe ich alles richtig gemacht. Sie scheinen jemanden gerettet zu haben. Oh, nice. Ihr Wagemut zahlt sich aus. Diesmal... Aber wird dadurch der Rest ihrer Gruppe noch verwundbarer? Finden wir es heraus. Gutherzig, wie ich nun einmal bin, möchte ich Sie auf das vorbereiten, was Ihnen bevorsteht. Gespannt? Ja. Vorsichtig. Was Vorsicht ist besser als Nachsicht? Komm, komm, was soll ich? Ja, ja. Neugierig. Okay, dann suchen wir doch beim Barden nach Inspiration. Was war das für ein Lachen? Der Kaufmann von Venedig, Akt 2, Szene 7. Der Prinz von Marokko holt eine Schriftrolle aus dem Auge eines Schädels und liest: Alles ist nicht Gold, was gleißt, wie man oft euch unterweist. Jedenfalls haben sie nun einen Punkt höchster Verzweiflung erreicht und möchten unbedingt zu ihrer Geschichte zurückkehren. Aber eines noch.
Es ist vielleicht nicht alles, wie es scheint. Gönn dir, Bro, gönn dir. Das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen.